Vergleiche diese zwei Zustände. Der eine, wenn man ein Chaos hat und eine ewig lange To-Do-Liste, die Sachen bleiben unerledigt. Die Wohnung ist völlig durcheinander und du weißt nicht, was du als erstes tun sollst. Die Stimmung sinkt, man ist unruhig und gestresst und man ist unfähig, klar zu denken. Und der andere Zustand, wenn in einem Raum aufgeräumt und gemütlich ist. Du hast Klarheit darüber, welche nächsten Schritte du tun sollst, um deine Ziele und Träume zu verwirklichen. Es herrscht Klarheit und Fokus im Kopf und alles ist an seinem Platz. Wie kommt man denn zu diesem Zustand? Wenn in meiner Wohnung Chaos herrscht, überträgt sich dieses Chaos direkt auf mich. Ich fühle mich unruhig und gestresst. Nicht nur Kinder brauchen eine äußere Ordnung. Ich finde, auch wir Erwachsene brauchen die äußere Ordnung, um etwas Klarheit und Seelenfrieden zu finden. Man braucht aber auch nicht stundenlang aufzuräumen, zu putzen und zu sortieren, um diese visuelle Ordnung zu erschaffen. Es gibt ein paar Tricks und Tipps, die ich heute euch gebe, wie man ein Gefühl erzeugt, dass der Raum aufgeräumt ordentlich und sauber ist, ohne besonders viel Zeit dafür zu verwenden. Die größte Unordnung entsteht, wenn viele kleine Dinge auf horizontalen Ablageflächen angesammelt werden. Alle Arten von Tischen, Regalen, Fensterbrettern, ja fast alle horizontalen Flächen ziehen wie magisch Überflüssiges an. Wie Magnet zieht bereits das abgelegte Krimskrams das Neue an. Das Erste, was ich tue, wenn ich das Gefühl von Unordnung habe, ich versuche die ganzen Ablageflächen von den ganzen Krimskrams, unnötigen Sachen, die einfach da abgelegt worden sind, zu befreien. Wenn die Flächen frei sind, hat man gleich das Gefühl von Sauberkeit und Ordnung. Dabei muss man nicht so viel Zeit zu verwenden und einfach finde für jede Sache einen Platz. Das ist ganz wichtig, bevor du überhaupt mit dem Aufräumen, Sortieren und Gestaltung anfängst, musst du jeder Sache eigenen Platz widmen. Wenn du die ganzen Ablageflächen frei hast, wirst du wahrscheinlich denken, puh, es ist irgendwie ungemütlich, man fühlt sich vielleicht nicht gleich wohl. Ja, nur die puren Minimalisten würden wahrscheinlich die Ablageflächen komplett frei und leer haben. Die meisten von uns wollen doch irgendwas da drauf abstellen. Es gibt aber auch Sachen, die man öfters braucht oder diese Sachen verleihen dem Wohnraum Gemütlichkeit und du willst die irgendwie platzieren. Für solche Sachen gibt es ein paar einfache Tricks. Die ganzen Sachen und Krimskrams kann man gruppieren und auf einem Tablett, einem Holzbrett oder auf einer Schale platzieren. Somit entsteht aus der Menge von vielen kleinen Sachen optisch ein Gegenstand, was schön auf der Ablegefläche platziert werden kann. Somit vermeidet man visuelle Unordnung. Der Raum sieht sauberer und organisierter aus. Als Unterlage können auch schöne Coffee Table Books genutzt werden. Diese kann man auch als Tablett nutzen und die kleinen Dinge auf dem Buch vereinen. So kommt es vor, dass auf der Ablagefläche nur ein Gegenstand steht und nicht 3, 4 oder 5. Dieses Prinzip kann man im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer oder im Bad nutzen. Egal wo, durch diese einfache Umgestaltung kann man viel einfacher und schneller putzen, da man nicht jedes Gegenstand einzeln vor der Staub befreien muss und für das Auge ist es angenehmer. Viel Unordnung schaffen auch verschiedene Fläschchen, Verpackungen, die ganz bunt sind, meistens unterschiedliche Größe, Farbe und Form haben. Insbesondere im Bad, wenn die Ablageflächen voll mit süßen Fläschchen sind, hat man das Gefühl von Unordnung, von einem Chaos. Man fühlt sich nicht entspannt in so einem Bad. Ich versuche, die Ablageflächen im Bad von solchen Sachen freizuhalten. Heutzutage gibt es so viele schöne, wiederbefüllbare Flaschen und Spender, die für flüssige Pflegeprodukte wie Shampoo, Conditioner oder Lotionen geeignet sind. Ich habe die Flaschen aus einem nachhaltigen Material ausgesucht. Das ist ein Glas, das ich immer wieder befülle. So vermeide ich Einwegplastik und unnötige Mengen und Fläschchen von Pflegeprodukten, die in der Dusche herumstehen. Mein Ehemann und ich nutzen die gleichen Produkte für Haare und Körper.
meistens von den nachhaltigen Herstellern. Das Duschgel von Everdrop wird zum Beispiel in einer Pulverform verkauft und diesen kann man selber anmischen. Ich finde, das ist eine geniale Idee, denn Plastikmüll wird reduziert, die Transportkosten senken, denn es kommt in einer kleinen Papiertüte. Dabei wird die Haut schonend gereinigt, das Duschgel spendet Feuchtigkeit und ist mit natürlichen Inhaltsstoffen versehen. Ich mische das Duschgel direkt in meine Flasche, die in der Dusche aufgehängt wird. Ich vermeide all diese bunten Fläschchen von verschiedenen Herstellern, die Unruhe im Bad verbreiten. Aber auch Everdrop hat schöne Flaschen mit minimalistischem Design, die eine gute Figur im Bad machen könnten. Diese kann ich zum Beispiel auch in den Urlaub mitnehmen, weil ich das Duschgel nicht mehr missen möchte. Es duftet dezent nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel. Nicht nur Duschgel und Shampoo fülle ich um, auch die Putzmittel. Der Anblick von all den verschiedenen Flaschen mit verschiedenen Putzmitteln, die meistens schillernde, bunte Farben haben, kann ich nicht gebrauchen. Daher nutze ich auch die einheitlichen Flaschen für Putzmittel aus Glas. Hier mische ich den Badreiniger von Everdrop, der auch in einer Pulverform geliefert wird und den man schnell mit dem Wasser anmischen kann. Die Flasche ist aus Glas und beschriftet und sieht toll auf dem Regal mit den Putzmitteln aus. Zusätzlich ist das Badreiniger von Everdrop ökologisch, vegan und ist kraftvoll gegen Kalk und Seifenreste. Bei Ökotest hat das Badreiniger eine Gesamtnote von gut erzeugt und was die Inhaltsstoffe angeht, sogar eine Note sehr gut. Das gleiche Prinzip gilt für Toilettenreiniger. Die kompakte Verpackung in Form von Pulver ist eine tolle Idee. In der mitgelieferten Flasche wird das Pulver mit dem Wasser gemischt und voilà, so entsteht in ein paar Minuten ein Toilettenreiniger. Da ich die Toilette täglich reinige, habe ich inzwischen kein schlechtes Gewissen, dass ich Chemikalien ins Wasser spüle. Dank Probiotika, den guten Bakterien, kann der Toilettenreiniger von Everdrop schädliche, krankheitserregende Bakterien schonend verdrängen. Falls du auch Interesse an Produkten von Everdrop hast, bietet Everdrop meinen Zuschauern einen 10% Rabatt. Mit dem Link in der Videobeschreibung bekommst du zusätzlich 10% Rabatt auf alle Produkte aus dem Onlineshop und gemeinsam mit Everdrop können wir die Welt ein bisschen sauberer machen. Auch verschiedene Pflegemittel wie Cotton Pads, Wattestäbchen etc. fülle ich in Container um die visuelle Unruhe zu vermeiden. Ich versuche das Ganze weg von den Ablageflächen zu halten und bewahre die ganzen Pflegeprodukte in dem Schrank. Ich habe keine Fläschchen mit bunten, schillernden Farben, weil ich einmal mit dem Putzlappen drüber wischen kann, ohne die ganzen Fläschchen hochzuheben. Auch in der Küche ist das gleiche Prinzip. Von einiger Zeit habe ich mir solche Glascontainer angeschafft und fülle trockene Lebensmittel wie Reis oder Pasta in diese um. Diese kann man auch auf dem offenen Regal in der Küche platzieren und trotzdem wird es ordentlich und schön aussehen. Und das nächste Prinzip, um visuelle Unordnung zu reduzieren, besteht darin, die Gegenstände, die man nicht unbedingt sehen muss, in den Körbchen aufzubewahren. Ähnlich wie mit dem Tablett, aus einer großen Menge von Produkten und Krimskrams wird optisch alles zu einem Gegenstand zusammengefasst und ist angenehmer für das Auge. Alles verschwindet in einem Körbchen oder einem Container und das Regal sieht ordentlich und aufgeräumt aus. In dem Bad ist es vor allem ziemlich praktisch, die Produkte zu trennen. Das ist zum Beispiel mein Container mit meinen Pflegeprodukten. Wenn ich etwas brauche, dann hole ich das aus dem Schrank und kann so viel schneller das nötige Produkt finden. Die Körbchen nutze ich auch für die Putzmittel. So kann ich das ganze Körbchen von Zimmer zu Zimmer mitnehmen, die Flaschen mit Putzmitteln herausnehmen, die ich brauche, und nach dem Gebrauch wieder in das Körbchen tun. In den Körbchen kann man Bücher, Magazine oder Zeitungen aufbewahren. Kinderbücher, Kinderhefte, Kuscheltiere werden bei uns auch im Körbchen aufbewahrt.
auch Kindermützen, Schals oder Handschuhe stehen hier im Flur im Körbchen. So können die Kinder selbstständig sich anziehen und die kleinen Sachen werden nicht überall verteilt. Ich habe auch Körbchen im Flur für kleine Sachen, die die Kinder immer wieder nach Hause bringen oder wir haben die angesammelt oder die sonst immer auf den Ablageflächen landen. So kann man die Deckel zumachen und das ganze Krimskrams verschwindet in dem schönen Körbchen. Körbe eignen sich auch für große Gegenstände, wie zum Beispiel Decken oder Kissen. Wenn man so ein Körbchen am Sofa hinstellt, kann man die Decken ganz schön aufbewahren, das sieht toll aus und visuell herrscht eine Ordnung. Fernbedienungen, Toilettenpapier, Pflegeprodukte, alles könnte in einem Körbchen verschwinden. Ich weiß es nicht wieso, aber oft werden die ganzen Putzlappen, Putzhandtücher, Spülmittel in bunten, schrillen Farben gehalten. Signalgrün oder pink. Alleine das bringt Unruhe in die Küche. Daher vermeide ich diese Farben und versuche, die Farbpalette neutral zu halten. Spülmittel fülle ich genauso in die Flasche um. Hier nutze ich auch das Spülmittel von Everdrop, das super schonend für die Hände ist. Das Spülmittel von Everdrop möchte ich nicht mehr meiden, weil meine Hände immer so trocken sind. Aber mit diesem Spülmittel werden meine Hände schonend gepflegt. Das Spülmittel kann man genauso wie Duschgel, Bad oder Toilettenreiniger einfach mit dem Wasser anmischen und die milchige Flasche mit dem Spülmittel ist unauffällig in der Küche. Ich vermeide auch all diese bunten Waschlappen. Die Naturfarben, dezente Farben fallen nicht so auf und die Putzlappen sind noch dazu ökologisch abbaubar. Auch im Bad wähle ich die Handtücher in dezenten Farben. Inzwischen bevorzuge ich weiße Handtücher und weiße Bettwäsche. Diese kann man sehr gut waschen, ohne dabei Angst zu haben, dass die Farben ihren Glanz verlieren. Und gleichzeitig sieht es sauber, frisch und ordentlich aus. Dabei kann man zum Beispiel mit Dekokissen oder Decken die Farbe ins Spiel bringen. Diese kann man auch je nach der Jahreszeit tauschen, aber die Grundlagen sowie Handtücher oder Bettwäsche bleiben gleich. Die sind weiß und passen zu allem. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und du hast Inspiration bekommen, wie du deinen Raum ordentlicher gestalten kannst, ohne besonders viel Mühe zu geben. Wie man eine ruhige, angenehme Atmosphäre schafft, wo man sich entspannen kann, zu sich kommen kann und in der man einen klaren Kopf bewahren kann. Nun, das Tolle dran, du brauchst nicht so viel zu haben. Du kannst gleich heute starten, um deine Wohnung in eine schöne und ruhige Ambiente zu verwandeln.